Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zum mehr oder weniger ersten LPP-Video auf meinem Kanal, beziehungsweise zum ersten eigenen LPP-Video. Und zwar, LPP Legendary Pokémon Plateau ist demnächst eine Oberliga, die hier auf dem Kanal stattfindet. Gestern war der Draft-Stream, viele von euch haben es mitbekommen, vielleicht auch auf Twitter, folgt mir auf Twitter, finde ich auch in der Videobeschreibung. Und ich möchte euch heute meinen Kader vorstellen. Super crazy geworden. Bedenkt, dass es keine Tiers gibt, es gibt nur einen riesigen Pool. Und wir, wir sind zehn Teilnehmer und es nur begrenzt Uber-Pokémon gibt. Das heißt, es sind noch ein paar Pokémon dabei, die jetzt natürlich nicht Uber sind, bevor er jetzt sagt, das ist eine Uberliga. Warum pickst du so einen Müll? Liegt daran, weil ich sage später was dazu. Aber ich möchte euch heute meine Gedankengänge erzählen und die Reihenfolge, wie ich vorgegangen bin und so weiter. Deswegen ja. Erste Pokémon ist Magearna, okay? Ich wollte eigentlich als erstes Pokémon Marshadow picken. Aber Stratocopter und Skullray kamen ihnen ein bisschen zuvor und haben sich gedacht, ey, picken wir mal Timo Marshadow weg. Und ja, wahrscheinlich wollten sie es auch sowieso haben. Ja, und deswegen konnte ich leider auch hier nicht Marshadow spielen. Super, super sad. Ich hätte es echt gerne gespielt. Aber ja, mit Magearna bin ich trotzdem zufrieden. Ist meiner Meinung nach auch eins der besten Pokémon, die man hätte picken können. Auch wenn es nur ein Oryumon ist, ich weiß, habe ich es trotzdem als First Pick gepickt. Denn es gibt tatsächlich wenig, meiner Meinung nach, gute defensive Pivots in, im Uber. Ich würde Evelthal vielleicht noch dazu zählen. Aber deswegen, ja, Magearna ist schon nice. Magearna erfüllt einfach so viele nice Rollen. Da kann man auf jeden Fall nichts gegen sagen. Dann habe ich als zweiten Pick Firomosa bzw. Chabelle gepickt, weil ich noch einen offensiven Pivot haben wollte, der mir ein bisschen Speed Control gibt. Ich glaube, 151 Speed oder so hat es super fast. Mit U-Turn super nice, das heißt, wir können zum Beispiel als Lead spielen oder so und dann einfach richtig reinbuttern. Auch mit dem Scarf kann es potenziell ganz gut sein gegen sowas wie Deoxys Beat oder so. Das ist halt dann einfach ein easy One-Hit. Deswegen habe ich mich als zweiten Pick für Chabelle entschieden. Dritter Pick ist Tentantel, einfach schon wieder ein Oryumon. Einfach aus dem Grund, weil ich wollte auf jeden Fall Spikes und Staffrox haben. Ach ja, by the way, wir haben auch mit Chabelle natürlich ein super nice Rapid Spin Pokémon, was natürlich auch mit zugutekommt. Mit Tentantel wollte ich einfach Spikes und Staffrox und so ein Stuff haben, denn ich glaube, der könnte hier tatsächlich ziemlich, ziemlich gut sein. Ich glaube, Tentantel ist auch so im Uber ganz nice. By the way, ich habe auch keine Ahnung von Uber. Ne? Falls ihr Ahnung von Uber habt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von meinem Team haltet. Und jetzt ist mir natürlich aufgefallen, okay, ich habe vielleicht eine kleine Feuerschwäche. Deswegen wollte ich als nächsten Pick eigentlich Palkia haben. Wurde mir leider weggepickt. Konnte ich da nicht nehmen. Mir wurde, by the way, super viel weggepickt. Also, das ist jetzt nicht nur, dass ich jetzt Marshadow und Palkia nicht bekommen habe. Also, mir sind auch währenddessen super viele Sachen weggepickt worden. Aber wie gesagt, es gibt halt nur wenige Uber. Und hätte ich mein Traumteam bekommen, das wäre komplett crazy gewesen. Das wäre unmöglich gegangen. Ist mir aber auch erst im Nachhinein aufgefallen, dass es so darauf hinauslaufen wird. Und deswegen, ja, Palkia war dann weg. Ich brauchte aber auf jeden Fall was, was ich wirklich gut in Feuer-Pokémon reinswitchen konnte. Deswegen habe ich mich für Reshiram entschieden. Ich weiß nicht, wie gut Reshiram wird. Reshiram ist jetzt nicht unbedingt das beste Uber-Pokémon. Aber einfach für diese Feuerschwäche, glaube ich, kann es tatsächlich ganz nice sein. So, jetzt haben wir Magearna, Firomosa, Tentantel und Reshiram. Ich habe ein Bodenproblem. Ich habe mit Chabelle eine Resistance. Was aber nicht gut ist, weil Chabelle stirbt gefühlt trotzdem bei jeder Attacke. Tentantel ist zwar relativ bulky, wird aber neutral getroffen, Magearna wird sehr effektiv getroffen und Reshiram wird sehr effektiv getroffen. Jeder Teilnehmer hat ein Arceus und deswegen habe ich mich hier für Arceus Flug entschieden. Ich hatte mehr so die Wahl zwischen Arceus Flug oder Arceus Undicht. Ich hätte beide picken können, wäre beides okay gewesen. Habe mich schlussendlich für Arceus Flug entschieden, weil ich so ja, die perfekte Balance zu den ganzen Bodenattacken habe. So, dann war Halbzeit. Mein komplettes Team ist weiß bzw. hell, weil Tentantel kann man nicht und Magearna sind ja mehr so grau irgendwie. Aber ich hatte eine super helle Seite. Haben alle schon rumgemimt, lol, XD, nur weiß, macht er jetzt nur weißes Team. Und dann kamen wir in die nächste Runde und wir hatten nur noch wenig Uber-Pokémon zur Verfügung. Ein Uber-Pokémon, was allerdings noch open war, war Lunala. Und Lunala ist tatsächlich mit eins, ja, der best angesehensten Uber-Pokémon, also es sind bei Ability-Ranking auf jeden Fall sehr weit oben. Und deswegen habe ich mich für Lunala entschieden. Auch mit der Fähigkeit kann man super viel machen, das hat ja quasi sowas wie Multischuppe, nur dass es nicht Multischuppe ist, ich habe keine Ahnung, wie die Fähigkeit heißt, Phantomgeist oder so, I don't know. Kann man mit dem Z-Move richtig gut spielen.
Weil es hat ja, glaube ich, auch den Lunalium Z, heißt der, glaube ich. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wo man aus Moongeist Beam, so heißt die Attacke, glaube ich, aber auf Englisch, kann man eine 180er Stärke-Attacke rausbekommen. Und auch so Moongeist Beam ist super nice, weil man hat einfach safe 100 Stärke, trifft immer. Ein Core-Mindset könnte ganz nice sein, so ein bisschen mit Coverage wie Focus Blast oder Thunder. Auch Z-Thunder oder Z-Focus Blast kann auf Lunala richtig gut sein. Ich sehe es einfach schon kommen, dass ich Tausende bei einer Focus Blast müssen werde. Das wird so schlimm. Deswegen war ich ganz happy darüber, dass ich Lunala bekommen habe. So, jetzt habe ich mir gedacht, okay, Lunala passt ja nicht so ganz in dieses Weiß-Thema. Wie wäre es, wenn ich eine helle Seite und eine dunkle Seite habe, die mehr so ein bisschen lila ist? Hat sich aber auch mehr so dazu entschieden, als ich dann das Uber noch durchgegangen bin. Und ich glaube, es gab irgendwie nur noch 5 Ubermons oder so. Und dann habe ich mich für Argoyon entschieden, weil, ja, wie gesagt, es gab halt noch richtig wenig Uber-Pokémon. Und ich habe gefühlt 5 Leute damit gesniped. Irgendwie wollte jeder zu dem Zeitpunkt Argoyon haben, weil jeder darauf geachtet hat, okay, was ist noch im Uber? Was könnte potenziell ziemlich gut sein? Und da habe ich mir natürlich direkt Argoyon geschnappt. Da bin ich ziemlich froh drüber, dass ich den noch bekommen habe. Ich weiß nicht, wie gut er ist, aber so ein Speedboost-Pokémon zu haben, ist natürlich auch nie verkehrt. Und dann hat sich halt dieses lilane Thema relativ schnell weiterentwickelt. Denn mein nächster Pick ist Mega Zubiris. Einfach aus dem Grund, ich wollte noch so eine richtig nice Wall. Ein Mega-Pokémon wollte ich sowieso. Ein lilanes Pokémon wollte ich auch haben. Weil ich, da war ich so voll auf diesem Lila-Trip, so. Jetzt muss mein komplettes Team weiß-lila sein. Also wirklich, ab dem Zeitpunkt gab es kein Zurück mehr. Deswegen, ja, Mega Zubiris. War ja mal im Uber, ich glaube zu Oras Zeiten. Am Ende ist es ins Uber gekommen, zu Sun & Moon wieder runter, weil ja Strolch genervt worden ist. Und man die Strolch nicht mehr behält, wenn man Mega entwickelt. Also Mega Zubiris hat einen kleinen Nerf bekommen. Kann aber, glaube ich, trotzdem noch ziemlich gut sein. Ich will gar nicht so Stall-lastig spielen. Aber ich meine, wir haben sowas wie Tentantel und Mega Zubiris. Vielleicht kann ich auch ein defensives Lunala spielen. Magierna kann ich natürlich auch defensiv spielen. Archeos kann ich auch defensiv spielen. Unser nächstes Pokémon ist auch ein bisschen defensiv, und zwar Scorgro. Ich habe ab dem Zeitpunkt so ein bisschen mit Levis geschrieben, und Levis meinte, Alter, es gibt ein lilanes Boden-Pokémon. Und ich so, ich weiß genau, woran du denkst. Du denkst an Scorgro, oder? Und er, ja, ich denke an Scorgro. Scorgro ebenfalls defensiv. Also ich könnte legit mal ein Stall-Team spielen mit dem Pokémon, die ich habe, glaube ich. Dann so ein offensives Mon oder so, was richtig reinhaut. Vielleicht sowas wie Feromosa, wo ich halt einfach super fast bin und mit U-Turn notfalls einfach rauswechseln kann und dann in meine defensiven Mons gehen. Also sage ich jetzt mal, stell euch vor, AV-Magierna, dann ein Tentantel, ein defensives Arceus, ein defensives Lunala. Wobei, das ist sogar schon ein zu viel, ne? Lass mir mal das defensive Lunala weg. Ich glaube, so defensiv kann man Lunala gar nicht spielen. Dann halt Mega Zubiris und ein Scorgro mit Aufheber. Könnte schon disgusting sein, könnte aber auch ziemlich stark sein. Deswegen will ich nicht ausschließen, dass ich das vielleicht irgendwann mal spiele. Lohnt sich einfach in den Team. Und unser letzter Pick, dachte ich, okay, ich habe die Wahl zwischen Serapendra, was ziemlich nice gewesen wäre, weil Serapendra kann SD, kann, beziehungsweise hat Temposchub. Darf ich leider nicht mit Baton Pass passen. Man darf mit Baton Pass keine Speed-Werte passen in der Liga. Und ich habe die Wahl zwischen Pion Draghi. Schlussendlich habe ich mich auch für Pion Draghi entschieden. Denn Pion Draghi kann man als Pursuit Trapper spielen, gerade gegen sowas wie Deoxys. Ich glaube, Deoxys Speed wurde tatsächlich gar nicht gepickt. Oder war es nicht die Angriffsform? Also das normale Deoxys wurde gepickt, das normale Mewtwo wurde gepickt und ich glaube, Deoxys Angriff wurde gepickt. Und gegen all diese Pokémon könnte ich Pion Draghi reinwechseln und könnte theoretisch gesehen Pursuit trappen. Das heißt, es hat eine gewisse Nische, die Pion Draghi hier einnehmen kann. Und deswegen finde ich, auch wenn es nicht das stärkste Mon ist, werde ich vielleicht 1-2 Tage Spieltage mitnehmen, denn ich glaube, es kann mein Team ganz gut abrunden. Und das ist schlussendlich mein Team für die LPP. Ich weiß nicht, wie zufrieden ich damit bin. Vom Aussehen her ist es super cool. Ich finde es richtig nice. Mir gefällt die lilane Seite tatsächlich auch ziemlich gut. Gerade Lunala. Ach ja, ich habe auf Lunala den Z-Stein dann natürlich draufgepackt. Gerade Lunala und Argoyon bin ich ein Fan von. Mega Zubiris kann, glaube ich, auch was. Scorgro situationsabhängig, Pion Draghi situationsabhängig. Arceus wird, denke ich, auch ganz gut sein. Spielt man allerdings auch, glaube ich, eher offensiv das Flug Arceus. Und ja,
Ja, da muss ich halt mal schauen. Reshiram. Ein Feuer-Pokémon ist, glaube ich, auch nie so verkehrt. Ich glaube, ich habe kein Wasser-Pokémon. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen stört. Dass ich kein Wasser-Pokémon habe. Und ich habe auch ein bisschen Angst, jetzt schon Angst vor Kyogre. Aber auch da habe ich jetzt schon eine Idee, wie ich dagegen vorgehen kann. Ja, wie gesagt, dann halt Reshiram, Tentakel. Geht auch gut klar. Und Pheromosa und Magiena waren ja sowieso quasi meine First Picks. Deswegen kann ich über die gar nicht sad sein. Deswegen, ja, das ist mein Team. Wie gesagt, schreibt mir super gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Es würde mich richtig freuen, Feedback von euch zu bekommen. Vielleicht sogar von jemandem, der viel Uber gespielt hat. Vielleicht ist einer von euch ja ein wenig bewandert im Uber. Und ja, gut. Das war's mit meiner Kadervorstellung. Der erste Spieltag ist, glaube ich, sogar schon dieses Wochenende. Oder nächstes Wochenende. Ich glaube, dieses Wochenende. Ihr seht es ja, also beziehungsweise halt nächstes, ne? Ihr seht es ja, wenn der Kampf dann online kommt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Und ciao, ciao.